Hallo meine lieben Freunde, ich bin's euer lieber Odo, zurück mit meinem Pathfinder Kingmaker Spiel. Wir haben das letzte Mal lustige Dinge gefunden. Okay, finde ich nicht richtig. Greift ihr bitte nicht die arme Octavia an. Octavia. Nein. Ist schon recht, macht das. Aber greift vielleicht den an. Hörst du auf, du Viech, du. Du bist da, du bist da. Let us strike as one. Ja. Gut. Finde ich gut. Wir holen uns die Haut von diesen Viechern. What's that? Keine Ahnung, was ist das? Ein Zauberstab. Wand of Ear Piercing Scream. Na bitte. Wir haben was für dich, meine Liebe. So. Ja, dann tu was dagegen. Oh, look. I did as you asked. Done and done. Okay. Finde ich ein bisschen beunruhigend, dass hier irgendwelche Fallen rumrennen. Mein Livestream ist gerade, glaube ich, abgebrochen, oder? Hm. Hauptsache, wir nehmen noch für YouTube auf. Livestream schaut sich hier keiner an, oder? Yep. Versuchen wir nochmal reinzukommen. Nochmal gleich irgendwas gesehen. Naja, wir sind wieder. Wir sind wieder live. I did as you asked. Das finde ich gut. Hey, noch so ein Dryaden-Dings. Okay, da geht's nicht weiter. Oh, warte mal. Climb the hill, aber da geht's runter. Das ist nicht so ein schneller raufkommen vor allem. Mhm.
The intertwined roots of the huge tree cover what might be an entrance to the dungeons. Okay, aber wir kommen nicht rein. Das heißt, wir brauchen hier noch gar nicht sein. Kann das sein? Ich weiß, wir kommen da mal rein in nächster Zeit irgendwann einmal. Aber scheinbar kommen wir nicht gleich rein. Immerhin, wir haben alles überprüft und alles gemacht. Wir sollten zurück zum Oleg gehen. Weil dort können wir uns erstens mal ausrasten und die ganze und die gute Octavia ist dann wieder normal da. Und außerdem, so war dann der Ausgang hier. Nein. Weiter im Süden, gell? Da ist er. Wie schon gesagt, die echt jetzt. Octavia kann sich dann wieder ausrasten. Hihi. Sehe ich mich jetzt besser? Ja. Was ist das? Pine Patch. Und das? River Rhine Rise. Was ist das? Bogart Hunting Grounds. Links, rechts, geradeaus. Ach, geradeaus. I need to catch my breath. Ja, wer muss das nicht? Ah, oh, das sind neue Events. Wir entern. Da drinnen können wir uns dann ausrasten, sagen wir mal. Ich glaube, hier kommt auch irgendeine Dings, irgendeine. Irgendwas haben wir jetzt geschafft langsam, dass wir irgendwie mehr sehen und deswegen. My life is a burden. Ja, dann will ich fast sagen, leg dich schlafen. So, Bocken, schau mal, was ich da hab für dich. Wir geben dir den Moon Radish. Kriegen 200 Coins und 150 Experience. Yes, that's it. Hey, there's even more than I expected here. Thank you so much. Take this, you deserve it. Would you buy more Fangberries and Moon Radishes if I brought them? Slice smile spreads on Bokken's face. Sorry, my friend. But after you took a walk through that cave, there's nary a spider left, so now it's safe enough for me to gather the berries myself rather than pay someone else anytime I need to cook dinner or make a potion. And that bucket of moon radishes will be plenty for me, for me to help Oleg for a long time to come, I mean. That's for Oleg. He sprained his back last summer, you see. Tried to move a heavy chest all by himself. Can't even imagine the healing powers of these radishes. Naja, ich würde mal sagen, sie machen dich high. Die Kobolde haben es auch deswegen gegessen. You make a great painkilling ointment. Potent, exquisite. I just, Oleg would never confess his weakness to anybody. But I see him wince every time he bends over to pick something up. When will the poor man realize he's not 15 anymore? Okay. Oleg? Show me your wares, Oleg. Ich muss Zeug verkaufen. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen Dagger
Was ist das? Dueling Sword brauchen wir auch nicht wirklich. Das ganze andere Zeug, Sikko, Short Sword. Ich glaube, da haben wir eigentlich schon bessere Sachen. Einfach weg mit dem ganzen Zeug. Und da auch. Das ganze Magische habe ich schon an. So, wie viel würde man dafür zahlen? Einen Tausender? Ich muss immer noch überlegen, ob ich das Ding verkaufe. Ich meine, ich habe niemanden, der... Ja, das ist echt wurscht. Das kann man verkaufen. Die Scrolls wiegen, glaube ich, eh mehr oder weniger nix. Oder? Ja. Irgendwelche Potions, die kein Mensch braucht. Mage Armor. Verkaufen wir. Drei davon. Weg mit den Reduce Person. Was ist das? Remove Curse. Na, Death Restoration behalten wir uns auf jeden Fall. Shield of Faith auch. Bane ist okay. Das ist okay, was ist das? Scroll of Slay Living. You can attempt to slay any one living creature. When you cast a spell, your hand seethes with eerie dark fire. Warte mal, you must... The target takes 12d6 points of damage plus 1 point per caster level. Puh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Den nehmen wir uns auf jeden Fall auf. Was ist das? Ja, okay, das passt schon. Ich fürchte, da kriegen wir sowieso nichts zum Kaufen, also verkaufen wir das mal. Da müssen wir nicht mehr so schwer schleppen. Ist noch immer ziemlich voll. Ah ja, stimmt, wir haben ja da hinten auch noch einen Haufen Zeug. Plastikblumen, weg damit. Boah, ich schlaf gleich ein. Okay, ich glaube, wir lassen das dann. Brr. Golden Earring. Sachen verkaufen ist einfach langweilig. Ich gehe halt nicht gern shoppen. Was ist das? Meat Charm. Zweimal Perle. Oh, come on. Ich habe nochmal geklickt. Was ist das? Silver Buckle. Hm.
14 von diesen Pelzen. 2 Türkise. Und noch 5 Wolfspelze. Ja, verkaufen wir doch Cloud. It's a deal. Rein mit uns schlafen. Hey, da ist der Kersten jetzt. Das ist ja cool. Let's take some rest. Immerhin wollten die anderen auch schlafen. Sprech mal unten mit dem Kersten. Okay, der sagt nicht mehr. Was ich letztens schon gesagt hat. Da können wir uns einen Helden dazu holen. Und mit ihr können wir wahrscheinlich auch nicht allzu viel machen. Tristan und Short. An dieser Stelle werden wir abbrechen für heute wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn nicht viel passiert ist. Wir waren heute eigentlich nur, also die letzten 3 Folgen eigentlich nur mit mit diesem großen Baum beschäftigt. Aber es wird schon noch. Es wird schon noch. Okay, eine gute Nacht, meine lieben Freunde. Schlaf gut, ich träume euch schon.